So, ja, da bin ich wieder. Ja, ich hatte mir überlegt, weil ich morgen frei habe, dass ich heute noch mal so ein 20 Years Ago mache, also Spiele, die vor 20 Jahren erschienen sind. Und ich fand die Gelegenheit günstig, meine PS2, die hier bei mir ewig eingestaubt ist und wer mich kennt, weiß, dass ich früher nie eine hatte. Dass ich jetzt mal hier ein kleines Jubiläum mache. Habe ich was geändert? Nein, ich habe nichts geändert. Dass ich wüsste. Oh, Michi, das kann ich dir nicht sagen. Jedenfalls. Ich hatte auch tatsächlich erst vor kurzem mir halt das Spiel gekauft, weil eine Sache ist ja ganz schön bei der PS2. Da sind ja tatsächlich Mainstream-Spiele immer noch bezahlbar. Das ja, Peter, ich habe das nie gespielt. Also für mich ist das jetzt tatsächlich eine Premiere. Ich kenne Onimusha, die gesamte Reihe, eigentlich nur von sehen. Und ich lasse mich jetzt mal überraschen. Wieso kommt hier jetzt gerade kein Video? Das verstehe ich gerade nicht. Oh, Mann, warum denn das jetzt? Ja, ich hatte auch erst überlegt, das ist jetzt hier so wegen dem Format, deswegen habe ich jetzt den dritten Teil genommen. Weil der dritte Teil erschien 2004. Eine Sache auch noch so von wegen, ich mag den PS2-Controller nicht, aber ich werde ihn trotzdem benutzen. Was ich hier auf jeden Fall jetzt schon mal sagen kann, das Ding ist ja mal spektakulär inszeniert. Selbst für heutige Verhältnisse ist das sagen. We meet again, Samanosuke. You shall not meet Nobunaga.
Ich werde sehen, was ich mit dem Dolche will. Das war für Capcom auf jeden Fall eine große Nummer, so wie das aussieht. Meine Fresse. Haben die damals eigentlich schon mit der... Weil die hatten ja irgendwie wie ihre Resident Evil-Filme da die von Square Enix das Ganze... Filmgedöns gehabt, haben die das hier wohl auch schon für benutzt? Das sieht fast so aus, wa? Guck dir mal die Haare an. Boah. Geh. Vorschlag, meine Güte, das ist ja. Bei Tekken kann ich gar nichts zu sagen. Ich habe von Tekken nur einen Teil auf der Wii U gehabt und der hat mir nicht gefallen. Ja, der Anfang ist schon mal ein Wow-Moment. Dann schauen wir mal. Soweit ich das weiß, ist Onimusha ähnlich wie... hier Dino Crisis und Devil May Cry irgendwie so ein Spiel gewesen, wo sich Capcom selbst inspiriert hatte von der Art der Grafikdarstellung ursprünglich. Ich glaube, die ersten beiden Spiele waren noch mit festen Hintergründen. Der dritte Teil, den ich hier habe, der hat, meine ich, schon voll 3D. Henri, tu dors encore. Lève-toi vite, sinon tu vas être en retard à l'école. D'accord. N'oublie pas de te brosser les dents. Et si tu vois Yvette, la voisine d'à côté, dis-lui que je passerai la remercier pour le dîner de l'autre soir. Ok. Quand est-ce que tu rentres à la maison, papa? Dis-lui que je passerai ce soir. N'oublie pas surtout. Jacques! Jacques! Je dois te laisser, Henri. Qu'est-ce qui se passe, Philippe? Viens tout de suite! Il se passe un truc horrible! Er ist vor allen Dingen richtig gut zu erkennen. Ja.
Auch richtig gut gelungen, finde ich, von den CG-Sequenzen zur Ingame-Grafik. Yes, sir. For you, Noble Semenosuke. Men, our enemy lies in Honnoji Temple. Attack! Ich vermute, dass der Steuerungsbelegung ähnlich gehalten ist, zumindest wie bei Devil May Cry und so. War kaum zu verstehen. Das Spiel ist wesentlich lauter. Warte mal. Ich hoffe, das geht so besser. Okay, mit dem kann ich diese blaue Leiste aufladen. Was ist das? Oh, Spielstand speichern. Okay. Halt, hat er das jetzt gespeichert oder nicht? Okay, die Attacke oben, das ist... Das kostet mich Energie, okay. Springen kann man nicht. Nobunaga. If it isn't Samanosuke Akechi, it is time. Prepare to die. My lord, leave this to me. Ja, das ist ein bisschen actionmäßiger. I am
konnte man doch, habe ich eben noch gesehen, man konnte auch irgendwo blocken. Oh, mit zerstörbaren Hintergründen, wie schön. Ja, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, auch, dass diese ganzen Zweitreihen, oder, nee, Zweitreihen ist das falsche Wort, aber diese ganzen anderen Reihen, die eigentlich auf der ähnlichen Perspektive oder Steuerungskonzept basierten, dass das eigentlich ein Experiment war, was dann halt weiterentwickelt wurde immer. Weil so gewisse Ähnlichkeiten sehe ich ja auch hier zum Beispiel zu Dino Crisis, was ja im ersten Teil auch noch sehr Resident Evil-mäßig war und im zweiten Actionspiel. Also die Grafik ist für, also ich muss sagen, also die Grafik ist wirklich toll gemacht. Das Einzige, was halt ist, sie flimmert halt recht stark, ne? Was sagt er? 525 I? Sag! Okay, da muss ich ein bisschen gucken. Das fühlte sich sehr Resident Evil-mäßig an. Philippe, il faut partir. Non, laisse-moi. Va-t'en, Jacques. Mais non, non, je vais pas te laisser là. Accroche-toi. Allez, viens. Viens. Et merde. Encore eux. Crève, Sharon. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Ok. Man könnte meinen, der Terminator hat sich in der Zeitlinie vertan. Das Where is he? Ja, genau. The magic power.
2004 hatte ich, glaube ich, schon meinen ersten Flachbildschirm. Allerdings nur so einen futzi kleinen. Ja, er hat das eben gesagt, dass seine magische Kraft ihn verlassen hat. Dieser blinzelnde Handschuh, der hat mich auch so direkt an Soul Calibur erinnert. Da gab's das auch. Bei einem Charakter, meine ich. Okay. Die tauschen die Zeitlinien? Okay. Okay. Hm. Ein Dorf spawnen? Oder muss ich die jetzt alle erst einmal beseitigen? Scheinen wirklich am Dauerrespawn zu sein. Das ist ja noch harmlos. Ich spiele momentan privat noch hier Resident Evil Village und meine Güte, was... Okay, da sind unsichtbare Wände. Irgendwie die fliegenden Gegner? Nee. Das irritiert mich, dass man nicht springen kann. Nein, man kann nicht springen. Oder warte mal. Wozu?
Besitzt man denn ein Original, wenn man nicht in die Anleitung guckt, ne? Oh! Hab ich ja noch gar nicht gesehen. Der hat noch seine Originalquittung dabei. Was hat denn der da bezahlt? Er hat's gebraucht gekauft. Für 8 Euro. Was ich als Blocken empfunden habe, ist eine Bereitschaftsstellung, mit der ich andere Aktionen ausführen kann. Aber da steht nichts von wegen Springen. Aber ich kann Pfeile schießen. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Was war das? So geht das. Guck. Trotzdem nicht weiter. Ich habe keine Pfeile mehr, wie es scheint. Wo geht's denn hier weiter? Immer noch verschlossen. Gegner lassen Energie für mich zurück, aber ich hatte... Ach, egal jetzt. Ich hatte das wohl gesehen, dass er sich... Ich hatte das auch für Energiekugeln gehalten, nur irgendwie war ich nicht so sicher, ob... Wieso meinst du, ne? Muss ich die irgendwie einsammeln oder wie geht das? Weil er hat da nichts gemacht.
Ach, die muss ich einsammeln. So geht das. Durch, da hinten ist die Tür zu. Gibt es irgendwie Gegenstände? Habe ich da was gesehen? Noch nicht, ne? Daher. Habe ich irgendwo offensichtlich noch einen Schlüssel übersehen? Was ist das hier überhaupt? Irgendwie wird es noch vergessen haben. Durch. Über eine Karte eigentlich? Was denn da?
irgendwie was? Ah, da geht's noch durch. Nee, da kam ich her, ne? Kam ich her, aber ich könnte es ja trotzdem nochmal speichern. Ach, die respawnen auch noch. Ist das so? Ich hab doch gar nicht. Levelt der auf wie bei Rollenspielen oder ist das mehr so wie so bei einigen Action-Adventures, dass das dann einfach nur automatisch dann irgendwie so die eigene Kraft dann hochgeht? Hier muss irgendwo jemand sein, wo ich irgendwie was noch gucken kann, weil ich brauche einen Gegenstand. Ohne Schlüssel komme ich hier nämlich nicht weiter. Ach, guck mal. Sollte einfach viel mehr mit den Hintergründen interagieren. Aber wie er sich hier auskennt, wer denn da drauf ist? Okay. Praktisch. Ich bin auf jeden Fall angenehm überrascht, also so wie zugänglich das ist, weil es ist von der Steuerung her nicht wer weiß wie. Und meine Güte, oh, zieh dann, hi! Vielen lieben Dank für den Raid. Moment mal, Moment mal. Ah. Jetzt so mitten in der Zwischensequenz.
she's saying. You, wait. Das jetzt richtig gemacht oder habe ich falsch gemacht? Natürlich falsch gemacht. Ja, es sind 60 Hertz. Und vor allen Dingen, Zierdan, das ist mein meine Premiere mit der PS2 im Stream und überhaupt allgemein, weil ich habe eigentlich dieses Spiel vorher noch nie gespielt. Dach. Hat er jetzt den Schlüssel? Er hat jetzt den Schlüssel. Ach ja, nee, da war er ja eben schon. Hey, Engelmodo. Oh. El Guggemodo. Und Bello Bismarck, hi. Oh. Nicht gerade das beste Spiel zum Multitasken. Das. Inso, dich habe ich auch noch nicht begrüßt. Hi. Also mein Chatbot, das ist dieser Multi-Chatbot, der beide eigentlich... Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Hier bei Highscore Friends habe ich einen, der beides, der irgendwie das nicht anzeigen kann. Aber hier der standardmäßige von Streamlabs, der kann das wohl. Wo ist denn jetzt hin? Noch was mit ihr da machen? Aufs Dach. Also ich muss hier doch da. So, einen Moment mal. I Google Modo. Aber ich bin eh Großmeister im falsch aussprechen von Nicknames. Das
So, muss ich jetzt den Gegenstand, muss ich erst den Schlüssel direkt benutzen? Ach. Ja. Da kommt er her. Oh. Auf Zeit? 3 Züge habe ich. Hi, Christian. Fühlt sich nach Boss an. Guildenstern. Fancy meeting you here, Samanosuke Akechi. Hat ihn mit Namen angesprochen? Kennt er ihn aus den vorherigen Teilen oder was? Timefold? What are you? So this is all you're doing. Just calm down, Matt. Where are we? We're in Paris, France. But more importantly, we're in Paris 500 years after your age of warring states. What? The Genma are under new orders from Nobunaga. We've begun an operation in these lands. What are you planning? Now, I can't ruin the surprise for you, can I? Ah! By the way, let me introduce you to my new baby boy. Rainster! Ein Bot aus dem 16. Jahrhundert ist ja nicht schlecht, ne? Das was Dämonen so können, ne? Energie muss ich da selber nehmen, ne? Okay.
wird ja wohl nix. Ja, Bello Bismarck, für mich ist das jetzt tatsächlich was Neues. Weil ich habe früher nie eine PlayStation 2 besessen. Also. Beziehungsweise ich habe die kurz bevor ich die PS4 gekauft habe, mir zugelegt. Aber hatte da auch irgendwie so eine Handvoll Spiele mir angeguckt und dann verschwand es auch schon wieder im Schrank. Und ich hatte jetzt nur irgendwie die letztens wiederbelebt. Ich habe neuerdings so ein OSSC, netterweise. Guildenstern. Okay. Jetzt relativ wenig, okay. Ups. Hallo. Geht doch. Ja, Manfred, finde ich auch. Philippe? Ah, Philippe! Ça va? Pourquoi maintenant? J'aurais voulu avoir ma femme et ma fille à mes côtés pour les derniers instants. Manque de chance, je me retrouve dans tes bras. Hé, Philippe! Philippe! Oh.
Adieu, mon vieux. Adieu. C'est quoi cet endroit? Ja. Und sieht das schick aus. Also für die Zeit auf jeden Fall. Qu'est-ce que c'est? Er hat die Magie jetzt abgekriegt, okay. Mais qu'est-ce qui est arrivé à mon bras? Henri. Henri, qu'est-ce que tu fais là? Speaking directly to your mind now. Mark my words. You are in Japan, 500 years before your time. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, Henri. Your son is in your time. What you just saw was an illusion. Qu'est-ce que ça veut dire, une illusion d'optique? Qu'est-ce que ça veut dire? This land is overrun with Genma. Whose design is to control man. Angima? That is the name for the monsters that appeared in your time. 10 days from now, Samanosuke Akechi, who was chosen by the Oni clan, just as you were, will challenge the Genma Lord Nobunaga Oda in a battle at Hanoji Temple. But Samanosuke cannot win alone. If you want to return to your time and see your son, then you must combine your strength with Samanosuke and defeat Nobunaga at Hanoji Temple. Ça n'a aucun sens. Ramène-moi d'où je viens. Tengu, lend your help to this one until he defeats Nobunaga.
Attends un peu. Use it well, this magic power that I have granted you. Attends, je n'ai pas encore fini. Hein? Hey, Pops, no need to get all worked up. I'm Akko, I'm a Tengu. Pleasure to meet you. What's going on? I can understand you. Oh, it's my power. With me around, you'll be unstoppable. I got lots of new powers. I dart around as fast as a bee. I'm sharp as a tack. I don't like flies. Now buzz off. I'm no fly. I told you I'm a Tengu. I'll get home no matter what. There must be a way. I've just gotta find it. Moment mal, falsche Richtung. Ja. Ach, das war nur ein Durchgang. Die Karte angucken. Wieder so ein komisches. Hallo, Teron. Und er denn plötzlich hier? Was ist das? Eben noch in einer anderen Zeitlinie.
man who appeared in Paris. You sent me here. Tell me, how do I get back? Let go of me! What is it that you speak of? Are you a Western barbarian? Stop it, Shock! This is the other man who was granted the magic power. His name is Semenosuke. Why should I believe this? Because apparently it's true. Very well. But what were you doing here, Semenosuke? I came to look for Genma. They've been active lately. This is Mount Hiei. After Nobunaga set fire to the temple 11 years ago, killing those inside, the mountain was tainted with evil. Now it is a cesspool for Genma. So, the only way to return to my time is to defeat the Genma. Let's go. I must return to my time. Until then, I'm depending on you. My name is Jacques Blanc. Call me Jacques. I am Hidemitsu Samanosuke Akechi. Ich versuche jetzt nicht irgendwie den Helden auszusprechen, wie er irgendwie. Ja, mal ein Zungenbrecher. Ich könnte jetzt gerade zynisch sagen, weil gestern kam ja die Nintendo Direct, das sieht hier detaillierter aus als Grounded auf der Switch. Bitter. The same kind of object was in here, too. You're right. This might be a clue. Let's split up and search. All right.
Okay. Okay. Was zu trinken ist. Komme ich aber her, das war die falsche Richtung. Okay. Geht doch wieder zurück.
denn jetzt hin? Da oben zur linken Seite, da geht's nicht weiter. Oder habe ich irgendwelche Gegenstände? Nix. Was zeigt er mir denn da? Ups, wie zur Zeit. Ein Jung. Mal gucken, was ich da mit diesen komischen, wehrhaften Pflanzen oder was auch immer das da sind, machen kann. Noch nichts machen. Ja. Jo. Huh!
dann lang. So, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück zu dem einen Speicherpunkt. Und dann hätte ich auch gesagt, ich mache für heute einen Cut. Ich bin nämlich eigentlich ziemlich K.O. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich das Spiel auch im Stream weiterspiele. Im Moment hätte ich da schon Lust und so. Ja, es macht auch Spaß. Ich bin nur halt so ein bisschen irritiert. Ich muss mich da so ein bisschen mal irgendwie angucken, also so wie man da normal vorgeht. Ich werde es auf jeden Fall mal vormerken. Wenn, dann spiele ich es aber auch hier auf dem Retro-Kompott-Kanal weiter. Und am sinnigsten wäre es wahrscheinlich hier nach dem Michi, wenn er sonntags irgendwie im Schrott zum Sonntag vorbei ist, weil da bin ich dann meistens ja auch dann irgendwie und gucke zu. Und dann wäre, glaube ich, ein guter Zeitpunkt, das hier vielleicht ein bisschen weiter zu spielen. Jedenfalls, ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr dabei wart. Also für mich war es auf jeden Fall ein schönes Spiel und hat mich auch sehr gefreut. Ich gucke mal, wer ist denn da im Moment noch online? Was haben wir denn dann? Oh, Retro-Sebo macht Vampire the Masquerade Bloodlines. Gerade.
Ja, nehmen wir Retro-Sebo. Finde ich gut. Ach, er macht gerade Schluss. Da gucke ich mal gerade bei. Wagner spielt Might and Magic 7. Captain Ray war Arise. Arise sagt mir gar nichts. Ja, Bello Bismarck, gute Nacht. Indinus spielt Lunacid. Nehmen wir Indinus.